Die ist ehrlich, ja. Ja, leider kann ich euch heute nicht zeigen, wie die Norweger aussehen, aufgrund, dass ich zu wenig Rufpunkte habe. Man kann sie noch nicht mal einfach zeigen, wenn man nicht beliebt ist. Ich hatte jetzt die Tage dafür einfach keine Zeit. Ich habe jetzt schon die täglichen gemacht und noch ganz viele Sachen gesucht. Und ich habe aber erst 1945 Rufpunkte. Und deswegen tut es mir leid, ihr müsst euch noch ein paar Tage gedulden, bis ich euch die selber zeigen kann. Ich werde mir einkaufen, ja. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich mir jetzt den dunklen oder den grauen holen soll. Oder aber ob ich nochmal die nächsten Fjords abwarte, weil es wird bestimmt noch mehr geben. Genauso wie bei den Tinkern und sowas. Ich könnte mir auch vorstellen, dass nochmal ein richtig heller rauskommt. Also es ist ja jetzt auch schon hellerer rausgekommen. Aber so ein fast weißer oder ein fast schwarzer rauskommen wird, denke ich mal. Und ich denke, dass ich, also zurzeit sage ich, dass ich lieber einen davon noch abwarten werde. Ich habe eh noch nicht genug Star Coins, aber ich werde sie euch zumindest dann jetzt zeigen. Dann halt, dann werde ich jetzt wirklich jeden Tag mal die Quests machen, damit ich euch die halt schnell zeigen kann. Hier unten steht auch Ruflevel beliebt. Dann braucht man 3000 Punkte. Das habe ich noch nicht, aber ich arbeite mich stark darauf hin. Ja, ich kann euch heute natürlich trotzdem noch was zeigen. Und zwar gibt es wieder Weihnachtsshops. Ich stehe hier gerade im Moorland und der Shop ist leider ein bisschen ungünstig gestellt und mit der Kameraperspektive. Ich kann nicht besser hin. Aber ich denke, wir kriegen das so trotzdem hin. Und ihr seht, ich habe schon ein paar Felder frei. Das liegt daran, dass ich schon einige Weihnachten natürlich vorher erlebt habe. Ich spiele seit fast 3 Jahren Star Stable. Und ja. Deswegen kann ich euch die jetzt nicht zeigen, was das genau ist. Und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, aber ihr findet die Shops halt überall. Und ich stehe halt gerade im Moorland. Ja, wir hätten hier eine Weihnachtsherzbrille. Frohe Weihnachten, eine warme Sicht auf die Feiertage, grüne Version. Kostet 90 Star Coins oder 349 normale Coins und hat keine Einschränkungen. Dann haben wir weihnachtliche Winterfäustlinge. Besonders warme Finger in diesem Winter. Rote Version. Befehl plus 1, Pflege plus 1 kostet 3 Star Coins oder 45 normale Coins. Die habe ich, glaube ich, auch schon zigmal. Dann haben wir das Ganze nochmal in grün. Pflege plus 1, Befehl plus 1, Preis 3 Star Coins oder 45 normale Coins. Dann hätten wir rotes Feiertagskleid. Ein wunderschönes rotes Feiertagskleid, perfekt für Weihnachtspartys. Entweder 28 Star Coins oder 559 normale Coins. Das kostet und es ist für Spieler Level 1 gedacht. Ich denke, hier lohnt es sich eher, die normalen Coins auszugeben als 28 Star Coins. Aber das müsst ihr für euch wissen. Aber es ist auf jeden Fall sehr hübsch. Dann haben wir Wintersonnenwendehelm. Ein Helm für Sternschnuppen. So schön wie eine klare Winternacht. Reit plus 1, Befehl plus 1, Pflege plus 1 kostet 12 Star Coins oder 84 normale Coins und ist auf Spieler Level 1 verfügbar. Ja. Müsst ihr für euch entscheiden, ob ihr das jetzt für Star Coins oder normale Coins haben wollt. Ist auf jeden Fall sehr billig. Dann hätten wir eine Weihnachtshose. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten 2014. Die hat nur Pflege plus 1, kostet 32 Star Coins oder 690 normale Coins. Dann haben wir eine Weihnachtsjacke. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Pflege plus 1 auch nur, kostet 32 Star Coins oder 690 normale Coins. Die werde ich mir auch gleich noch kaufen. Dann haben wir einen Lebkuchenhut. Frohe Weihnachten, kostet nur 15 Star Coins oder 349 normale Coins und ihr kriegt den ab Spieler Level 1. Dann haben wir einen Lebkuchenpullover für 15 Star Coins oder 349 normale Coins, auch ab Spieler Level 1. Dann hätten wir natürlich noch die Lebkuchenhose, auch wieder für 15 Star Coins oder 349 normale Coins und für Spieler Level 1. Dann haben wir ein Lucia-Kleid. Heilige Lucia, lass mich nicht hier, bring mich ins Bett, da finde ich's nett. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das eine Saga ist oder eine Geschichte, ein Märchen, was weiß ich nicht was. Kostet 2 Star Coins oder 25 normale Coins. Ist halt ein weißes Kleid mit roten Bändchen. Vielleicht, wenn man das irgendwie schön ergänzen kann, sieht das wahrscheinlich sehr gut aus. Ja, dann haben wir noch eine Lucia-Krone. Sieht wirklich toll aus. Bitte sofort abnehmen, wenn deine Haare verbrannt riechen. Ja, das sollte man spätestens dann tun. Die Krone hat Pflege plus 1, kostet 5 Star Coins oder 20 normale Coins.
Dann haben wir noch ein Lebkuchen-Outfit, ein wunderschönes Lebkuchen-Outfit für 21 Star-Coins oder 399 normale Coins und ist ab Spiellevel 1 verfügbar. Und fürs Pferd haben wir dann auch noch was, eine winterliche Weihnachtssatteldecke, ho ho ho, frohe Weihnachten 2014, die Pflege plus 1 hat und 22 Star-Coins kostet oder 300 normale Coins und auch keine Einschränkungen hat. Ja, ich kaufe mir direkt was, und zwar will ich mir die normale Decke kaufen. Diese Jacke, die schauen wir direkt an, dann sehen wir die auch nochmal aus einem anderen Winkel. So, das ist jetzt die Decke, ich nehme mal den Sattel ab. So. Und dann noch die Jacke dazu. So, ich glaube, so kann man das ganz gut sehen, ne? Tada! Ich finde es schick, auch wenn dieses Rot, Orange, Braun, wie auch immer, jetzt vielleicht nicht so optimal dazu passt, aber ich finde es trotzdem schick. Vielleicht sollte ich mir noch die Hose kaufen. Gehört die dazu? Ach, wir backen ein bisschen dadurch. Na gut. Nee, ich finde nicht, dass die Hose jetzt dazu passt. Dann eher die Lebkuchenhose sogar. Na gut. Ja, das war das kleine Weihnachtsupdate vom 10.12. Es geht natürlich mit der Mission weiter beim Weihnachtsmann in Silverglade und Co. Der Pferdemarkt bereitet sich gerade in Fort Pinter vor, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Fjords werde ich euch zeigen, sobald ich die Rufpunkte auf beliebt habe. Ich werde mir dann noch keins kaufen können, aber ich werde euch dann zumindest mal zeigen, was es da für welche gibt und so weiter und so fort. Und eventuell habe ich dann auch jemanden, der sich die Pferde dann kaufen kann. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Feiertage, noch viel Spaß in SSO. Diejenigen, die euren Fjord schon kaufen können, ich wünsche euch viel Spaß beim Leveln. Und bis dahin, eure Licia.